Ja, der Ball kommt wieder schön rein und das ist die erste Parade und dann ist der Ball trotzdem im Tor. 1:0 für den FCC, nachdem Christoph Hase den ersten Schuss noch abwehren konnte. Jetzt haben wir nochmal die Zeitlupe. Und sehen das 1:0 für den FC Carl Zeiss Jena. Burim Halili war es. Burim Halili, nicht Max Grimm, sondern ein Abwehrspieler, bringt den FCC in Führung hier. Max Grimm jetzt mit der Möglichkeit. Und da ist es, das 2:0. Und da setzt er sich wirklich sehr schön durch gegen Christoph Hase und markiert das 2:0. Schau noch mal drauf, guck mal hier, setzt er sich schön durch, Max Grimm gegen die 27, gegen Maximilian Durlitz und dann natürlich keine Abwehrchance. Darf sich ausruhen und für ihn jetzt der Ukrainer Oleksiy Ruzov auf dem Feld für Carl Zeiss Jena nach 58 Minuten. Und hier wieder Maximilian Kraus, der sich schön durchsetzt und jetzt schlägt es ein. 3:0 für den FC Carl Zeiss Jena nach wirklich sehr, sehr schöner Vorarbeit von Maximilian Kraus. Also hier Maxi Kraus, der sich an der Strafraumgrenze durchsetzt. Uruzov lauert am 16er, drückt dann einfach ab und ein wunderbarer Treffer zum 3:0. Also nicht mal eine Minute auf dem Platz, würde ich sagen, der Ukrainer Oleksiy Uruzov. Und da macht er sein erstes Tor für den FC Carl Zeiss Jena. Nur ein paar Schleierwolken, ansonsten blauer Himmel und das drückt natürlich auf die Temperaturen. Kraus nochmal hier mit der Eingabe und dann ist der Ball jetzt aber endgültig zum vierten Mal im Tor und ich glaube, diesmal zählt der Treffer auch. 4:0 und Maximilian Kraus, hier sehen wir es nochmal in der Zeitlupe mit dem Schuss ins Glück zum 4:0. Die Einstellung hat also zu 100% gestimmt. Das Personal war fit. Und hier ein schönes Kopfballtor zum 5:0 von Vastedidis. Jawohl. Ein sehr schöner Kopfballtreffer von Vasileios Dedidis. Dem ist dieser Treffer auch zu gönnen.